So, wir wollen jetzt erstmal einen wunderschönen, da bin ich wieder euer Odin. Nicht, dass wieder Leute sagen, hast du nicht gesagt. Wir wollen jetzt den Monitor aufbauen. Und dafür müssen wir, habe ich jetzt nochmal die Folie aus dem, also das Styropor rausgeholt. Da sollen wir das rauflegen. Kennt man ja vom TV. Und wir haben hier ein DVI und ein HDMI und ich hätte mir echt gewünscht, dass hier ein HDMI mit bei ist. Aber naja, man kann nicht alles haben. So, jetzt müssen wir erstmal laut Anleitung, wir legen die uns mal hier hin, sollen wir als erstes den Fuß machen. So, und zwar den hier. So, dann machen wir jetzt mal die Folie ab. So. Der soll ins Runde. So, hier lasse ich aber die Folie drauf. Ist dann auch noch mal eine Anleitung. Hier ist noch mal erklärt, wie wir das machen. Jetzt fragen sich viele, warum willst du denn die Folie drauf lassen? Ja, wegen Schutz. Ich schneide jetzt hier halt nur. So. Ich habe jetzt hier nur das ausgeschnitten. Das hängt hier noch über, wo das Ding rinkommt. Klappe das an den Seiten jetzt hier noch ein bisschen so hoch. So. Dass es nicht da irgendwo rinkommt und drin hängen bleibt. Dann auf der Rückseite auch. Moment. Weil wenn man da die ganze Zeit dran sitzt, dann ist es besser. Unten können wir die Folie abmachen. Ah, gut, toll. Denn jetzt mit oben gleich mit ab. Ganz toll. Hätte ich gesagt, naja. Hätte ich mir gewünscht, dass es nicht so ist. Unten separat von oben. So, jetzt haben wir das fest. Jetzt sollen wir das auflegen. Haben wir gemacht. Dann sollen wir das mit der Halterung hinten festhalten. So raufstecken. Haben wir gemacht. Achso, das ist für verschiedene Modelle. Hier steht nochmal genau das gleiche drin. Bloß, dass man dann die Schraube erst danach festmachen soll. Aber ist alles fest. Also, je Dude. Jetzt müssen wir den hier nur vernünftig rausheben. Es gab ihn leider nur in weiß, aber passt zu meinem PC-Tisch, den meine Frau mir geschenkt hat. So. Und da ist er. Den kann man neigen, so neigen und natürlich, ne, drehen kann man den nicht. Warum kann man den nicht ein bisschen drehen? Also meinen anderen kann ich ein Stück drehen. Gut, drehen geht gar nicht, aber wir können ihn neigen. So. Und ich habe im Video davor vergessen zu erwähnen, dass dieses noch mit bei war. Da kommt jetzt praktisch der, wo haben wir ihn? Da, Stromkabel ran. So. So kommt der da ran. Dann kommt der in die Steckdose. Und der kommt in den Fernseher. Ein HDMI-Kabel liegt mit bei. Da hätte ich mir gewünscht, dass vielleicht noch ein DVI-Kabel mit bei ist. Nee, DisplayPort. Verwechsel die beiden immer. Jo, dann würde ich mich jetzt
hier soweit erstmal verabschieden. Wir haben den zusammengebaut. Ach hier, das müssen wir noch abmachen. Das gibt, das ist nämlich nicht gut, wenn das dran ist. Das kann nämlich so ein bisschen sich festbappen. Das hatte ich schon mal bei einem Monitor, beziehungsweise bei einem Fernseher. So, hinten ist nichts drauf. Nee, so ist alles im grünen Bereich. Ich verabschiede mich jetzt wirklich. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, haut da rein. Ahoi, sagt euer Odin.